Es ist passiert, Massive waren Spieler in der Division 2. Warum und wieso? Alles in diesem Video. Ein Hallo von mir, herzlich willkommen. Mein Name ist Giles und ich begrüße dich zurück zu einem Video in der Division 2. Wie man sieht, ich bin nicht zu Hause, sondern ich bin auf Arbeit. Sitze in meinem Comment-Car. Hier habe ich ein bisschen Ruhe zum Aufnehmen. Es passiert immer was, wenn ich auf Arbeit bin. Und diesmal ist was ganz Besonderes passiert. Ich blende euch auch ein den Tweet. Ich habe es mir ausgedruckt, denn ich kann nicht gleichzeitig auf meinem Handy was lesen und hier lesen. Also und aufnehmen, das geht nicht. Deswegen ausgedruckt. Es gibt eine Nachricht von der Division 2, eine Message, und zwar: die Agents, we have seen players circumvent game mechanics and system in order to gain an excessive amount of XP in a short amount of time. Was heißt das? Na gut, sie haben Spieler gesehen, entdeckt, die innerhalb kürzester Zeit durch Ausnutzen von sämtlichen Glitches oder Mechaniken, in-game mechanics oder sonstigen Systemen, XP machen ohne Ende. Es ist so, dadurch passiert Folgendes, dass sehr hohe Latenz auf den Servern ist und es fast nicht spielbar ist. Ne? Die Rückmeldungen hatte ich auch von euch. Ist also nicht wirklich spielbar. Es laggt halt vor allem Camp White Oak und so weiter. Hier, um welche dieser Glitches geht's denn eigentlich? Es gibt hier zwei, die ich kenne. Die kenne ich auch von YouTube, um ehrlich zu sein. Da komme ich gleich dazu. Und zwar, das eine war bei der Fahndung, wo man halt immer wieder mit dem Cam-Launcher auf eine Türe schießt. Ja, es laggt dann auch ohne Ende, man fährt runter mit den Frames auf 5 Frames oder was. Und das zweite gibt es auch noch bei Fehlau, bei der Mission Camp White Oak am Ende. Ja, also diese zwei Sachen haben sich auch etliche Creator rausgepickt, veröffentlicht. Und hier kommt jetzt der Banhammer, denn hier ist es so, sie haben dieses Verhalten der Player begutachtet und jeder, der diesen Exploit verwendet hat oder exzessiv verwendet hat, bekommt man einen 14-Tage-Bann beim ersten Mal. Wenn es jetzt schon mal einen Bann gab, dann einen permanenten Bann. Ja, also jeder, der von euch exzessiv das gemacht hat, wird jetzt einen Bann kassieren. Ganz einfach. Die meisten, was bei mir im Kanal sind, die wissen, ich supporte keine dieser Glitches, Bugs, Ausnutzungen oder wie auch immer man es nennt. Die englischen YouTuber, hier gibt es auch etliche, die das sehr exzessiv machen. Hier würde ich mir wünschen auch, dass Division die auch bannt, um ehrlich zu sein. Warum? Naja, sie veröffentlichen es, animieren andere, das zu machen, und das machen wirklich viele, mit der Ausrede auch, naja, es passiert euch eh nichts, weil es ist ja Ausnutzen einer Spielmechanik, und sie verdienen auch Geld dadurch. Denn Glitches, solche XP-Teile klicken gut, und dementsprechend verdienen die auch am Schaden von euch. Ja, also, wenn ihr jetzt gebannt werdet, weil ihr irgendwen geguckt habt, irgendein Creator, bedankt euch bei dem, denn er hat durch euch Geld verdient und ihr habt jetzt einen Bann. Ja, ganz einfach. Ich finde es okay, ich finde es gerechtfertigt. Wie gesagt, ich habe halt die Einstellung, ich mache es nicht. Ich habe auch schon Kommentare gelesen, auch auf meinem Discord, naja, wenn das halt ein Fehler ist, dann kann man es ja ausnutzen. Ja, na, so ist es nicht, dann kann er nicht in die Bank gehen, und wenn da was die Lade halt gerade offen ist und der Typ nicht da ist, da nehme ich mal Geld raus, muss ja okay sein, weil die Lade war halt offen und der Typ war nicht da. Ja, also nein, nur weil was eine Möglichkeit ist, heißt es nicht, dass es richtig ist, und es ist auch gegen die TOS, ne? Also es ist auch gegen ihre Bestimmungen, das habt ihr auch alle auch auf Accept gedrückt, akzeptieren, ja, Vertragsbedingungen, und dementsprechend ist es auch der Bann gerechtfertigt und in Ordnung. Ne? Also so sieht es halt aus. Ja, mich würde natürlich interessieren, was ihr dazu sagt, eure Meinung dazu. Ich finde die Bans okay. Ich finde auch, dass die Creator gebannt werden sollten. Die Beweise mäßig findet ihr auf YouTube. Na, boah, müsst ihr nur gucken, findet ihr selbst. Ja, brauche ich nicht machen. Somit, Kommentare, Like, Abo, wie immer gerne gesehen. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Ja, und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal. Ist das Video vorbei? Ja, Video ist vorbei. Dann erzähl ihnen von den zwei Videos. Hier gibt es noch zwei weitere Videos von meinem Kanal.
Und den Abo-Button. Dann hier den Abo-Button für weitere Videos in Zukunft. Jetzt sag das mit der Glocke. Das mit der Glocke. Sag mal, Charles, wie dumm kann man sein? Ich hab doch gesagt, was Charlie gesagt hat. Das mit der Glocke.